Metal Gear Rising Revengeance, Folge 14. Und wir möchten die Folge anfangen, vielleicht mit einer Richtigstellung, Entschuldigung oder sonst was. Ich habe in einer der vorherigen Folgen, glaube ich zumindest, behauptet, es gäbe in diesem Spiel keine Move-Liste. Was natürlich totaler Quatsch ist. Und wenn man hier auf Start drückt und auf Hilfe, gibt es eine Move-Liste. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Genau, was sollen wir da machen? Kommen wir her. Da genau, kommen wir her. Genau, ich wollte gucken, ob hier noch einsammelbares Zeug ist, was wir vergessen haben. Haben wir nicht. Natürlich habe ich mich nur verlaufen, wollte ich zugeben. Da vorne da ist ein Commander. Ich weiß gar nicht, ob man sich an denen vorbeischleichen kann. Ich glaube, es geht aber nicht. Der sieht sehr so aus, als würde er in deine Richtung schauen, ja. Wow. Oh. Wir haben Schilde, warum ach, nur? Mist. Oh nein. Ich würde gerne als erstes das erste Anfangen, die mit den Panzerfäusten unschädlich machen, weil die keinen Anstand haben und in geschlossenen Räumen mit der Panzerfaust rumschießen. Die haben ja auch. Aber von denen würde ich auch nicht viel erwarten, weil die rennen auch mit Mütze im Haus rum. Und das wissen wir mal, gehört sich nicht. Haben wir schon aus Django Unchained gelernt. Ich nicht. Hut trägt man nicht. Das haben wir noch nicht gesehen. Nein. Ihr habt mich ja geschasst, als ihr ins Kino gegangen seid. Ja, zuerst halt gehen wir ins Kino. Gehen wir ins Kino? Nee, nee. Wir gehen gemeinsam woanders hin. Geh mal weg, Michi. Wir haben sehr langweilig auf Deutsch geguckt, nicht wie die coolen Kids auf Englisch. So, deswegen spielen wir das ja hier auf Englisch mit für die uncoolen Kids deutschen Untertiteln. Nein, ihr seid nicht uncool. Ihr seid nur faul. Das habe ich nicht laut gesagt. Das ist doch gar nicht meine Meinung. Doch, ist sie. Leute lernen. Ich schäme mich, mir zu wenig Fremdsprachen zu können. Doc, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course. Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data. The research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Doktor. Ist er das? Nee, ist glaube ich noch weiter weg. Das ist so ein Fass, genau, das können wir auch nehmen, um es dann zu verstecken. So. Steht aber Ölfass, nicht, dass da noch was drin ist. Nee. Solange es nur Öl ist und nicht hier Hinterlassenschaften von Akiba aus dem Metal Gear 4, ist ja alles cool. So, jetzt warte mal. Die haben schon wieder gesehen. Die haben jetzt abgesetzt. Ich würde die gerne jetzt ninja-mäßig. So, erst den. Jetzt schnell, Vorsicht. Ich glaube, es gibt aber keinen so einen Kill von einem zum nächsten, oder? Nicht, dass ich wüsste. Scheiße. Und wir haben ihn halt, werden wir unter ihm durchrutschen. Und ich fliege dann über den Rand. Nee. Krass. Immer wieder krass anzusehen. Jetzt sind wir doch aber wieder raus aus dem Maverick House oder sind wir da immer noch nicht drin? Nee, wir sind noch auf dem Weg. Weg dahin, oder? Es ist ja momentan so, dadurch, dass, also wer das nicht mitbekommen hat, Maverick gehört ja, nicht Maverick, du meinst World Marshal. Ja, World Marshal, genau. Und World Marshal gehört, hat die Polizei von Denver privatisiert, so ein bisschen wie OCP bei Robocop. Was war es denn da? Welche Stadt ist es denn da? Detroit, ne? Detroit, ja, genau. Bring me more, and maybe I can develop something interesting from it. Ich habe gerade eben eine Kiste, im ganzen Gehacke einen Arm noch aufgesammelt. Wenn man Doktor genug von den Armen bringt, dann baut der einem daraus Perücken. Klingt komisch, ist aber so. Das ist halt die Rising-Variante von den Bandanas aus den anderen Metal Gear-Spielen. Und da gibt es dann unendlich Munition oder unendlich Blade-Energie oder so. Muss man aber erst genug Arme abschneiden. Was dachtet ihr denn? Wir machen das, weil wir das geil finden, Leute, Arme abzuschneiden.
Ja, um meinen Rant von vorhin zu Ende zu bringen. Ich schäme mich dafür, zu wenig Fremdsprachen zu können. Ich würde total gern mehr Fremdsprachen können. So auf Russisch rumfluchen zum Beispiel wäre voll cool. Oder Japanisch, boah. Oder Spanisch. Das wäre alles so cool. Ich kann ein paar Brocken Französisch, das bisschen Englisch. Und manchmal auch brockenweise Deutsch. Wollte gerade sagen. Aber das ist für uns Bayern ja auch Standard. Können halt kein Deutsch. Halt, Hammerzeit. Ah. Eher ein Zwischenpost oder eine neue Art Gegner? Also momentan ist er noch so eine Art Zwischenboss, aber in wenigen Sekunden ist er ein neuer Gegner. Also kommt er später dann noch öfter, oder wie? Ja. Ich glaube, es kommen sogar auf dem Dach noch zwei. Die haben wohl zu viel davon. Was mich ein bisschen nervt, kann mir jemand in den Kommentaren, der dieses Spiel besser kann als ich, da weiterhelfen. Es gibt ja hier diesen Kick, der normalerweise dazu gedacht ist, Flugeinheiten gezielt auszuschalten. Wenn ich jetzt hier auf diese Flugeinheit hin will, pass mal auf, wo ich hinspringe. Immer auf den Gegner, der am Boden ist. Wobei, ich drück da hin, jetzt hat es mal geklappt. Also in Gefechtssituationen ist es in der Regel immer so, er springt immer zuerst auf den Gegner am Boden, anstatt den nervigen Luftgegner auszuschalten. Ist das eine Abstandssache? Ja, das kann sein. Wow! Oh. Au! Da einen jetzt hin? Der hat sich einfach so aufgelöst. Oder tarnt der sich dann wieder? Nee, der hat ja vorhin so eine Tarnvorrichtung scheinbar gehabt. Ich glaube, Scotty hat ihn hochgebeamt. Ah, Mann, ich krieg immer falsch. Ich wollte zur Seite eigentlich ausweichen. Ich dachte mal, dass man diese gelben nicht blocken kann. Ja, genau. Ich will ja eigentlich auch den hier machen. Verdrückt mich aber die ganze Zeit. Den was? Auf. Keine Hände, keine Kekse. Wobei... Apropos Kekse. Überraschung. Let's play bei GameTube und ich hab Hunger. Überraschung bei GameTube. Ich wurde von einem Menschen ohne Arme verhauen. Das haben wir ja in... Ein bisschen hier Ritter der Kokosnuss, oder? Ja. Schneid ihm mal noch die Beine ab. Vielleicht bringt er dann noch einen lustigen Spruch. Die Beine, nicht den Kopf. Die Beine waren auch ab. Guck. Werden hochgebeamt zur Spurenanalyse. Naja, das geht besser. Wo ist denn eigentlich Wolf? Your earlier actions were reckless, Raiden. Not to mention the damage to a perfectly good car. I knew the risks when I decided to go through with this. Besides, the car was mine. Maverick sold it to me. It's not meant for private use. It was made for ops like this. Regardless, your approach has proven most antagonistic. You are now a criminal, a public enemy, a police-killing vigilante. Even if your actions reveal World Marshal's designs, you will be unable to avoid legal punishment. Probably not, but that's a price I'll have to pay. I gotta stop that VR program and get those kids back. I sealed my fate the second I attacked George. But George is not dead. In fact, he has obtained an even more versatile body than his previous one. I'm not talking about that. I'm talking about me. I was a child soldier in Liberia, like Miss Trall said. I was a mentally deranged child. People feared me, called me Jack the Ripper. A result of the so-called Sears program. I thought I'd left it all in the past. But just like that, Jack came roaring back. This is why you are so driven to terminate the VR training. I understand. I will continue to cooperate. Copy that. Wir wurden in unserer Kindheit ja auch vom VR-Training terrorisiert, nämlich von der Sendung VR Troopers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dadurch auch zum Massenmörder wird. Das kenne ich gar nicht. Ja, sei froh. Was waren das? VR Troopers? Wenn du... Stell dir die Power Rangers sind uncool vor. Mit so einem... Gab es nicht tausend von diesen Ablegern? Wieso kann er denn jetzt hier nicht hoch? Jetzt guckt der gleich. Ah... Warte mal. Kannst du hier nicht hochklettern an der Leiter? Doch, aber ich will ihn nicht erwischen lassen. Wie lautet das?
Zack. Das gefällt dem Boris. Lenkrakete. Vorne ist ein Captain. Commander. Ja, aber von diesen Dings gab es doch massig, oder? Von diesen ja. Power Ranger Kopieserien. Hup, daneben. Ich finde es immer so krass, wenn man sich überlegt, okay, das haben ja auch Schauspieler spielen müssen. Wie haben die das eigentlich dann zu Hause so, ja, Mama, Papa, ich bin Schauspieler geworden, ihr habt da viel Geld in meine Ausbildung reingesteckt, jetzt schaut mal, was ich da spiele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das genau der Dialog ist, den ich mit meinen Eltern führe. Ach ja. Und ist noch eine Kiste direkt vor deinen Füßen. Ich weiß, ich muss nur etwas vorsichtig sein, weil hier vorne, wo ich gerade mich so unauffällig mit dem Raketenwerfer bemerkbar gemacht habe, ist eine Geisel. Und ich würde die gerne retten. Ah, okay. Sehr gut. Mit Pfiffigkeit. Warte mal. Erstmal den hier weg. Er hat aber auch ein bisschen Spaß daran. Natürlich. So ein richtiger Luftikus, kann man sagen. Was war das? Battle Points. Keine Frage. So. Ach, scheiße. Was? Soll ich mir mit der Panzerfaust die Sicht, den Sichtschutz weggesprengt? Normalerweise stehen da noch so Kisten. Da kann man besser. Scheiße. Warte mal, du kannst nämlich, was ich eigentlich machen möchte, ist mit der Elektrogranate die alle auf einen, 7 auf einen Streich. Und jetzt... Eins, zwei und den Arm. Ja, der letzte fehlt noch. Schnell. Ist ja erstmal nicht verwundbar genug. Oben schwebt auch immer noch einer über dir, oder? Ja. Wobei, das, soweit ich das verstanden habe, das Konzept ist immer das, sobald du die zwei die Wächter umgebracht hast, ist der eigentlich safe, es sei denn, ich schneide ihn jetzt aus Versehen. Achso, du könntest ihn auch noch zerschneiden. Ja, ich glaube schon, das geht. Ich glaube, sobald die safe sind, dann nicht mehr. Nein! Ja, geil. shit. Hätte ich mir schon fast gedacht, dass ja, sowas passiert. Jeder hat das kommen sehen. Oh, nö. Ja, warte mal. Jetzt versuche ich nochmal kurz hier. Genau. Dass du das so gut abschießen kannst. Ist halt, ich habe das gestern schon gemacht. Dreimal. Ja, ohne Scheiß, weil da ist nämlich hier so eine Data Storage drin. Wenn man den hier im Vorbeiflug nicht erwischt, dann kriegt man die nie. Das ist halt okay. So ein Collectible. Ich frage mich, warum ich das tue, weil das ja alles dein Account ist und ich davon gar nichts habe. Nee, schon gut. Krieg die Achievements. Ich will jetzt endlich mal langsam... Ich muss dieses Jahr die 100.000 schaffen. Ich weiß nicht warum, aber... Ich muss... Okay. Wurde mir gesagt. Okay. So, jetzt nochmal hier die Elektrogranate. Gut. Mist, kommt gleich ein Angriff von hinten. Interessiert ihn nicht, solange er dann noch seine Animation macht. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht die Geiseln mit zerschnitten. Nein. Bin hier weg! Oh nein, kommt doch alle mit. Kommen Sie bitte mit. Ups. Oh, jetzt aber. Zack, Tennis. Ach, den könnte man jetzt auch erwischen, oder wie? Ich habe ihn auch erwischt. Ich meine den, der oben flog. Wenn man nah genug dran ist. I am confused. Hast du eigentlich Bayonetta gespielt? Nee. Weißt du was? Vollkommen angemessen. Nein, jetzt nicht an der Geisel. Ja. Wer hat das kommen sehen? Du hattest übrigens auch noch Boden-Luft-Raketen, ne? Also du hättest jetzt nicht unbedingt die Panzerfaust nehmen müssen. Das ist der... Ja. Fuck that shit! Komm her! Siehst du, wenn ich einfach nur wild in die Luft hau, treffe ich ihn auch nicht. So, jetzt aber. Jetzt hat er's aber. Wenn der jetzt tot ist, ey. Das ist echt.
So, auf hier. Thank you. Oh God, thank you. Ich dachte, er springt da jetzt raus. Lass mich so kurz hier von unseren Chefs belobigen. Yes, Raiden. Хорошо. That's one less death today. Now, on with the mission. Ich glaube, das macht's Krautfett, wenn wir jetzt einen gerettet haben. So, noch da vorne gucken. Mit dem Argument wären wir auch bei den Familien von den Polizisten, die wir vorhin zerschnitten haben, vorstellig werden. Weil es sind ja auch alles böse Polizisten. You cannot proceed any further via the rooftops. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it. Jetzt geht's nach unten. Ganz oben. Das heißt, schaut euch hier das nochmal an. World Marshal macht hier auch Werbung. Denn in der nächsten Folge ganz was anderes. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ciao. Tschüss.